Was hat dich bewogen, dich beim Retreat anzumelden? In erster Linie ein großer Wunsch war, Gleichgesinnte einfach zu treffen, aber dann auch wieder mal tiefer in die Rohkost und in die Meditation einzusteigen. Ganz allgemein hat mich bewegt die Energie und der Spirit, der hier geherrscht hat oder immer noch herrscht. Ein tiefer Moment war auch, wo wir die Gehmeditation gemacht haben im Wald, das Barfußlaufen im Wald und einfach die Stille und die Ruhe mit sich selber da zu genießen und zu erleben, was da einem widerfahren kann. Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt das so beschreiben kann in Worten. Ich denke, man spürt einfach, dass die Leute hier die gleiche, sag ich mal, eine ähnliche Geisteshaltung haben und ähnliche Interessen haben, so in der Richtung. Also ich kann es nicht wirklich ausdrücken. Glaube, das kann eine sehr breite Band oder es kann eine sehr große Bandbreite haben, weil auch, ich denke, hier haben wir eine große Bandbreite, also von, sag ich mal, Anfängern in der Rohkost oder so. Und die, was mit der Meditation noch gar nichts gemacht haben, und dann mit anderen Leuten wie mir vielleicht, die wo schon länger dabei sind. Also jeder, der wo offen ist und jeder, der wo in der Richtung interessiert ist, auf jeden Fall machen. Okay.